Festes Styropor. Styropor. Styrodur ist ja das ganz harte. Treffe ich überhaupt? Ja, geht. Oh, doch nicht. So, und da schauen wir erst mal, welche Seite wo ist. Klettstoff und diese Kletthaken sind quasi dann am Ohr. Die sich dann hier verhaken und verdrallen. Lass. Das wird nicht. 15 cm geht hier mein Rohr zurück. Du bist befeuert. Na gut, jetzt hat er es kaputt gemacht. Warte, ich muss doch gerade abschneiden. Ach so, weißt du? Und dann kommen wir doch in die Kommentare, wieso macht ihr so eine Scheiße? Weil wir Humble Solution sind. Ah ja, stimmt. Da war ja noch was. Der Kanal wird unterstützt von? Bei Baustoffe. Genau. Und habe ich schon erzählt, dass ich ein goldenes Tabermesser habe? Guck mal, wir machen hier gleich mal Werbung, ja? Wir haben nämlich neue Lampen. Die Lampen sind von? ScanGrip. In unserer Amazon-Liste, ja, da findet ihr alle Lampen von ScanGrip, die wir auch haben. Wenn ihr die haben wollt, geht auf den Link, kauft sie. Nur wir kriegen dort 0,5% quasi Verkaufsprovision davon. Das Schöne ist, es gibt zwei Helligkeitsstufen. Zack, einmal so und einmal hell. Oh. Wenn ihr mal keinen Akku zur Verfügung habt, nehmt ihr das weg und packt das Ding dran. Da gibt es noch so einen Adapter, funktioniert mit Kabel. Und noch viel geiler finde ich, ihr braucht keine Dewalt-Akkus. Wenn ihr Bosch-Akkus habt, wenn ihr Makita-Akkus habt, kauft euch den passenden Adapter, geht mit jedem Akku. So, das ist ja mein Video, ich verabschiede mich. Tschüss. Leg dich wieder hin. Also, im letzten Video habt ihr ja gesehen, da haben wir den Heizkreisverteiler montiert, den wir jetzt leider nochmal umbauen mussten, weil der Kunde wollte, dass er doch wieder in die Wand reinkommt, wo ich ihn eigentlich erst hin haben wollte. Also haben wir nochmal umgebaut, woanders hingesetzt. So, dann zeigen wir euch gleich mal, kommt mal mit. Das ist das zweite große. Und jetzt schreiten wir fort in der Form des Unterdämmunglegens. Festes Styropor, Styropor. Styrodur ist ja das ganz harte, gell? Styropor besteht ja immer aus diesen kleinen Kügelchen. Ein Styrodur ist... Ist aus diesem Hartschaum. Ja, genau, Hartschaum. Hartschaumplatten. Wie so hingesprüht wird oder hingelegt wird, und dann wird das zurechtgeschnitten. Und So, gut, kommen wir zum Verlegen. Wie ihr seht, haben wir schon mal ein bisschen angefangen. Wir machen es prinzipiell so, dass wir entgegengesetzt legen. Das heißt, wir legen die Unterdämmung so. Und die Verlegeplatte legen wir dann so. Ah. So. Wir haben hier so wunderschöne Gabels vom Elektriker. Teilweise wild verlegt, teilweise schön verlegt. So heißt, wir schnitzen uns die Platten dementsprechend etwas zurecht, dass sie schön ordentlich Brass dran liegen. Und den Rest, das zeige ich euch dann nachher, füllen wir mit gebundener Schüttung auf. Gebundene Schüttung gibt es als Körnchenform, als Styroporkügelchenform, als lose Schüttung. Ich nehme gerne welche zum Anrühren. Die wird dann schön fest. Dann krümelt es quasi nicht rum, wenn du drauf rumlatschst. Weil passiert ja doch, was ist ja Unebenheiten auf dem Fußboden, dass wenn du trittst, drückt das Styropor hoch und dann drückt die Kügelchen, die dann hier auf der Seite liegen, also quasi hier liegen, die kommen dann hoch oder rutschen drunter. Das kann ja dann bei der gebundenen nicht passieren, weil die einfach fest wird. Gießt du den aus, lässt sie über Nacht schön feste werden. Und die krümelt auch ein bisschen rum, keine Frage, aber nicht so schlimm wie jetzt die einfache Schüttung. Wir legen unsere Platten. Jetzt lege ich das hier drüber, nehme mein Cuttermesser. Da gibt es natürlich auch fürs Styroporschneiden, kennt der eine oder andere, diese Styroporschneider, diese Drähte, wo man einfach dann dran geht und da Draht es heiß und dann fipp, schnippst das gerade durch. Wir machen es herkömmlich, wir nehmen das Cuttermesser. Dann gehe ich immer auf den weitesten Punkt. So, leg mir das an. Schneide hier mit dem scharfen Messer gerade runter. So, leg das dran. Dann gucke ich. Okay, hier brauche ich nicht. Das ist ein bisschen, ich mache das immer mit Augenmaß. Guck dann hier. So, lege hier ran. Schneide nicht komplett durch, damit ich nicht ins Kabel schneide. Ich nehme es dann weg und schneide es dann meiner Linie nach. Weg.
Schnack. So. So, da liegt das drin. Wie gesagt, den Rest füllen wir dann mit der Masse aus. Damit wir die Abschnitte einmal wegschmeißen, nehmen wir den Abschnitt dann wieder vorne. Fangen vorne mit einer abgeschnittenen Platte an. Da haben wir auch ein bisschen Versatz in der ganzen Sache. Ja, so machen wir das durch. Was noch wichtig ist, bevor man zum Beispiel anfängt mit Verlegeplatte, wenn die Putzer, wie unsere Putzer, die hier so schön geputzt haben, aber naja, mit der Sauberkeit da immer noch mal, nehmen wir den Hammer, ich will es bloß mal zeigen, zum Beispiel solche Stellen, wo dann viel Putz drüber ist oder sowas, den kloppen wir weg, kehren den weg oder saugen den weg, wie auch immer, dass wir quasi nicht so viele Buckel haben. Du siehst, oder ihr seht, dass man hier zum Beispiel auch ein bisschen Buckel hat, das ist dann von der Schweißbahn, die gemacht wurde. Der Estrich ist auch nicht immer ganz eben, oder wie hier, die Kante. Genau, so machen wir das. Wir legen komplett durch, dann legen wir an unsere Rohre dran, legen hier auf der anderen Seite weiter und die Rohre sind ja jetzt, also die Dämmung ist ja höher wie meine Verlegeplatte. Heißt, wenn wir nachher die Verlegeplatte machen, müssen wir dann die Verlegeplatte unten ein bisschen ausschneiden. Falls wir zu hoch kommen, das kann man dann messen, wie es ist mit dem Aufbau vom Estrich, dann schneidet man die unten ein bisschen aus. Ja, das ist manchmal ein bisschen Friemelei, aber das nützt nichts. Und ich will ja das Rohr ordentlich dämmen, dass wir auch dementsprechend ein bisschen eine Isolierung haben. Jetzt ein bisschen was mit der gebundenen Schüttung ausfüllen. Das ist von Berger Beton, Thermaton, Anmachwasser. 5,5 bis 6 Liter pro Sack. So, jetzt rühren wir aber natürlich nicht so einen ganzen Sack mit immer an. Wollen wir auch nicht, wir machen das Stück für Stück. So sieht das aus. Da ist so gelbes Zeug drin. Das ist quasi, was nachher abbindet, was nachher die Kügelchen aneinander klebt. Ja, ja. Treffe ich überhaupt? Ja, geht. Oh, doch nicht. Ich schmeiß die Hälfte daneben. Nehmen wir den Klo. Ja. Du kannst jetzt denken, okay, das ist fort trocken, aber das reicht völlig aus, um das Zeug dann fest werden zu lassen. So, Matte liegt hier drin. So, nehmen wir das Zeug und wacken das hier rein. Und dann ziehen wir das ein bisschen ab. So, schön voll. Dann nehmen wir die Klettkelle, stampfen das ein bisschen fest. So, und dann ziehen wir das vorsichtig ein bisschen ab. So, ziehen das nach vorne weiter. Drücken es wieder rein und das lassen wir jetzt aushärten. Wie gesagt, morgen ist das fest. Das ist hier erstmal gezeigt. Jetzt haben wir noch Folgendes und zwar hier vorne. Das gefällt mir jetzt nicht so, deswegen will ich da noch was hinmachen. Wir haben ja hier so eine hohe Kante von der Schweißbahn. So, wenn ich jetzt hier drücke, seht ihr, dass das Styropor nachgibt. Und um Setzung und so, also generell setzt sich das ja auch ein bisschen zu starke Setzung oder so zu vermeiden, mache ich jetzt hier unten drunter noch ein bisschen von der Masse, dass ich das hier ausgleiche. Und dann legen wir die Platte drauf und dann ist gut. Das ist quasi wie Mauern. So ein bisschen Mörtel. Und das kannst du schön so verdichten, so ein bisschen so drummeln, drummeln, drücken, drücken, drücken. Und dann setzen wir unsere Platte ein. So, und dann gibt die nicht mehr so sehr nach. Das wird ja dann fest, wie gesagt. Und da ist das schön ausgefüllt. Und so machen wir das jetzt in allen Räumen. Und dann zeigen wir euch, wie wir mit der Verlegeplatte weitermachen. So, Dämmung liegt. Und wie man jetzt hier sehen kann, ist das schon schön fest, das Zeug. Und hier machen wir als nächstes, nehmen wir einen Schlagtacker und tackern uns einmal in den Kopf. Schlagtacker macht sich besser zum Kleben. Es gibt auch hier mit so Kleb, Kleb, Kleb. Klebt wunderbar am Trockenbau, klebt leider nicht am Putz. Also, wir lassen hier jetzt etwas aus, weil ich dann hier den Trockenbau noch ausschneiden muss. Und wir gehen ja mit den Rohren von hier drüben hier lang, damit wir nicht
hier außen rum müssen, um das hier herzulegen. Kurze Wege. Ich lege den Rand im Streifen jetzt schon, damit ich dann meine Verlegeplatte schön press hier an den Rand im Streifen dran machen kann. Hier unten im Boden verschwunden, ohne ein bisschen rausgucken, soll er ja auch vor allen Dingen die Folie nachher oben, die man dann aufs Rohr drauf legt. Deswegen jetzt legen wir hier schön an. Dann nehmen wir Schlachtergang. Papp. Und pappen den an. So, und hier an der Ecken schön reindrücken, dass wir ja keine Kurven haben, die hier so gehen. Das wollen wir nicht. Schön in die Ecke drücken. Ist dir da schon passiert? Hier noch einen. Wenn die Rolle alle ist, nehmen wir die nächste Rolle. Kommt dann immer darauf an, ob man jetzt zum Beispiel Anhydrid-Estrich macht, der ja sehr dünnflüssig ist. Da muss man auch richtig aufpassen, dass man unten am Boden alles abgedichtet hat. Sonst kann es da passieren, die ganze Sache schwimmt hoch. Werden ja alle Stöße dann miteinander mit Klebeband verklebt, sodass hier nicht mal dazwischen drin dann noch Beton dahinter laufen kann. Hier kommt normaler Estrich rein, also das ist jetzt nicht so tragisch. Da passiert das nicht. Aber wie gesagt, bei Anhydrid-Estrich und so, da muss man ganz doll aufpassen. So, das machen wir jetzt fortlaufend, rundherum, wenn wir das fertig haben. Und dann gehen wir über ins Vorlegeplatte verlegen. Haben wir hier unsere Garmi X-Net Klettrolle. 30 mm Xnet. So, und da schauen wir erst einmal, welche Seite wo ist. Klettstoff. Und diese Kletthaken sind quasi dann am Rohr, die sich dann hier verhaken und verdrallen. Damit wir diese Lappung nutzen, wo dann das Klebeband drauf kommt, um das auf die andere Seite aufzulappen, dass da keine Spalte sind am Ende. Also fangen wir da an. Flusch. So, jetzt kommen wir zu dem Thema Folie. Die Folie ein bisschen hochklappen. Und den ganzen Spaß schön press hinten in die Ecke rein. So, dann nehmen wir die Rolle und rollen ab. Wichtig bei der Klettrolle, nicht mit dreckigen Straßenschuhen drauf gehen. So, jetzt haben wir hier das Stückchen Rohr, das müssen wir ausschneiden. Wer sich jetzt ganz viel die Mühe machen will, schneidet das natürlich hier noch rund aus. Ist auch möglich. Ich verzichte da jetzt drauf. So, und dann schieben wir die Matte da hinten rein. Von mir. So. Wie gesagt, klemme ich die hier oben ein bisschen rein. Dann kann ich nachher, wenn ich das Rohr lege, fertig, dann einfach die Folie runterklappen, mit ein bisschen Klebeband noch fixieren, dass sie nicht nach hinten wegrutscht. Das sind ja hier so einzelne Kammern, die man wegknicken kann, wo das schon vorperforiert ist. Sieht man ja hier. Dann kannst du dir jetzt hier den Schwung runterdrücken. Der letzte. Schneide erstmal pro forma hier weg. So. Das Nitten. Und dann drücken wir den Spaß runter. So. Und da sitzt die erste Bahn, wo die Kanten sind, dass sich das hier ein bisschen aufbiegt. Mal einfach die Hände und drückt das flach. Und fertig. Fertig ist der Lack. So, schwuppidiwupp. Gucken Sie sich das an. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, und dafür ist jetzt die Überlappung. Das legt man dann so drauf. Dann kleben wir das hier mit unserem Klebebandabroller zu. Paketklebeband kannst du nehmen, reicht völlig aus. Oh. Weil auf den schmalen Streifen, wo nachher das Rohr nicht mit der Tackerplatte zusammen ist, ist unwichtig. Die ganz besonderen Fußboden-Heizungsfetischisten achten jetzt penibel noch darauf, dass die Muster, die 5er, Quadrate quasi auch immer auf derselben Flucht sind. Ich sehe das jetzt wie hier zum Beispiel nicht so dramatisch, weil ich gucke das dann ein. Ich zähle ja dann 15, 15, 20, meist für sich 10er Verlegeabstand, okay, dann muss ich dahin, dann dahin, dann dahin. Und das siehst du ja dann. So, so machen wir das jetzt komplett durchweg, Rolle für Rolle.
Lage für Lage. Und wenn wir das fertig haben, machen wir dann noch ein paar Vorbereitungsarbeiten. Und dann können wir dann schon ins Verlegen der Rohre übergehen. Kleben wir diesen Streifen extra nochmal mit ab. So, da ist es schön zu, dicht. Ne, da kann kein Estrich drunter. Und da ist es dann alles schick. So, und das Rohr jetzt hier drüber geht, macht das nicht, wenn das hier auf den 4 cm oder 5 cm nicht klebt. Das hält, das ist nicht schlimm. Das hält ja hier den ganzen Bereich überall. Da passiert nichts. Ich habe trotzdem meine Bedenken, einfach nur, weil das Seil so grob ist und da wir sehr viel Reibung an der Gerüststange da haben. Das ist doch rund. Hier ist das egal. Das ist keine Rolle. Guten Tag. Also ich sehe mich gleich mitmachen, aber ich probiere es erstmal zu zweit. Alleine habe ich schon probiert, geht nicht. Scheiße! Doch, dann ist es Schluck Wasser. Jetzt machen wir Rohr. 16x2 Klettsystem. Jens, wir haben hier oben 8 Kreise. Warum machen wir Heizkreise, getrennte Heizkreise, kurzer Wege? Weil das Wasser ja durch den Weg, wenn es durchs Rohr geht, sich abkühlt. Und wenn ich jetzt eine Schleife lege von, sag mal, 600 Metern, kommt am Ende nur noch kaltes Wasser an. Weil die Wärmeenergie nimmt ja der Boden auf und teilen das deswegen in Kreise auf, dass alles gleichmäßig erwärmt wird. Sonst könnte man natürlich, klar, komplett hier, aber das geht nicht. So, hier haben wir unseren Heizkreisverteiler. Dann haben wir wieder unsere Rohrführungsbögen. Die Räume von hinten durch, deswegen haben wir hinten aufgemacht. Und das, was hier vorne ist, gehen wir hier lang. Ich habe die Balken getauscht. Normalerweise ist Rücklauf oben, Vorlauf unten. Da wir aber hier eine Bestandsimmobilie haben, wo leider der Vorlauf und Rücklauf, der von unten hochkommt, andersrum kommt, ich den Boden aber nicht drehen kann und will, weil es dann wieder springen muss hin und her, tausche ich einfach die Balken. Da wird jetzt der eine oder andere wieder schreien, nee, das kann man nicht machen, das kann man nicht machen. Doch, das kann man machen. So, mein Jens. Ja, sei mal so lieb und gib mir mal Rohr nach. So, die nehmen wir dafür, dass wir schön eine ordentliche Rundung haben, dass es nicht knickt und dass es nicht hier an irgendwelchen Kanten scheuern kann. Dafür ist die Plaste da. Und dann brauchen wir die Klemmringverschraubung. Steckst du quasi hier rein. Dann dichtet das hier schon mal ab. Und dann hast du hier nochmal einen Nullring. Der kommt quasi ins Rohr und dichtet quasi innen das Rohr ab. Und dieser Klemmring dient dazu, dass das Rohr dann, nein, also das Rohr an diesen Fitting, an diesen Klemmring gedrückt, an diesen Dichtungssatz. Ich weiß, ja, irgendwie, keine Ahnung. Kann jetzt gar nicht sagen, wie es heißt. Das ist eine Klemmringverschraubung, ganz einfach. So, und der Klemmring wird dann quasi gegen das Rohr gedrückt, zieht sich zusammen, sodass es erstens mal dichtet und zweitens mal nicht wieder auseinander gehen kann. Oh, du bist die Beste. Dankeschön. So, ist hier ein Graten. Überwurf. Schnuppi. Soll ich doppelt was nachgeben dann? Nee, es sollte reichen. So, und dann drücken wir das hier dran. So, da sitzt hier dieser schwarze Balken, sitzt quasi unten drin in dem Konus. Dann schieben wir den Spannring drüber, den Klemmring. So. Nach fest kommt ab. Dran. Und jetzt können wir loslegen. Gehen hier vor. Gehen so. So. So, 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 so. Hier rum. Dann wollen wir mal. So, wir legen die Schlaufe schön am Rand lang, am Rand lang, am Rand lang. Wir machen das jetzt zu zweit. Man kann das theoretisch auch alleine machen. Dann kann man sich ein paar Hilfen nehmen, indem man zum Beispiel so eine Doga-Stütze oder einen Besen oder irgendwas in die Tür macht.
Dann lässt man das Rohr über die Tür laufen, sodass es nicht auf den Boden kommt. Dann bleibt es nämlich nicht hängen und dann kann man das auch abrollen, alleine. 15, 20, 25, 30. Was hast du gemacht? Ich zähle jetzt den Rohrabstand. Weil diese Felder sind immer 5 cm. So, und ich mache jetzt hier 15er Verlegeabstand. Da hinten unter dem Erker machen wir größer, machen wir 20. Da brauchen wir bloß ein bisschen Temperierung. Ja, die Bude ist vollflächig gedämmt. Wir haben eine dementsprechende Heizanlage, deswegen reicht der 15er Verlegeabstand. Und ein Bad und so, da machen wir auf jeden Fall Zähne. Und deswegen zähle ich das, weil ich muss ja hier wieder zurück. Das heißt, 15, 15 cm geht hier mein Rohr zurück. 15, 15. So, liebe Freunde, was wir jetzt noch machen müssen, ist den sogenannten Dehnungsstreifen montieren in die Tür. Da machen wir aber vorher noch Folgendes, wir schieben noch Leerrohre aufs Rohr, damit das Rohr sich ausdehnen kann, bewegen kann, in der Tür unten drunter, damit es keine Spannungsrisse oder sowas gibt. Deswegen schieben wir hier einfach ein Stückchen Riffelrohr drauf. Geschnitten habe ich es schon mal, jetzt muss ich das noch hier mal aufschneiden. Beim Ausschneiden schön vorsichtig sein, sonst abrutschen und dann kaputt. Jetzt nehmen wir uns die Dehnungsfuge, schneiden die schön press hier ab. Legen wir die auf. So, und jetzt zeichnen wir uns an. Mit dem Stift, wo wir ausschneiden müssen, weil so können wir es ja nicht lassen, läuft der Beton unten drunter durch. Das wollen wir ja nicht. So schneiden wir jetzt hier großzügig aus. Da, wo das Rohr liegt. Dazu empfiehlt sich, eine scharfe Klinge zu nehmen, anstatt eine stumpfe. Das ist jetzt schwieriger, dein Messer einstecken. Ja, warte. So. Schwubidi-wubidi. Jetzt nehmen wir noch das Klebeband. Wie ihr sehen könnt, liegt alles drin. Und wie man hören kann, ich habe keine Stimme. Ja, jetzt füllen wir. Jetzt füllen wir erstmal die Leitungen. Ausfluss. So. Wir drehen hier auf. So spielst du durch. Lässt laufen, bis keine Luft mehr kommt. Und dann drehst du zu. Machst du zu und nimmst den nächsten. Das haben wir. Jetzt müssen wir nur noch einen Schlauch nach draußen führen. Oder aber so. Das andere Teil schmeißen wir drinnen dran. Ja. So. Und falls wieder Fragen kommen, wir haben unten im Keller eine Enthärtungsanlage. Also es ist enthärtetes Wasser. Jetzt.
Schlupper, 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 Schlupper. Wir gucken mal. Ja. Ja. Aber ganz langsam. Das Wasser auf dem Rohr. Am Montag kommen die Betonbauer, also der Estrichschläger, machen am Montag einen Estrich. Aber soweit sind wir erstmal mit dem Fußboden, mit der Fußbodenheizung fertig. Was dann noch ansteht, ist ja dann hydraulischer Abgleich und sowas, aber das kommt erst später, viel später. In diesem Sinne sage ich jetzt erstmal Tschüssikowski und bis bald Dinski. Schöne Woche, schönes Wochenende, was auch immer. Ihr könnt doch gerne lästern, wie blöde ich bin. Achso, ja, Tschüssikowski und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. We'll be right back.